Willkommen zurück zum Let's Play Don't Starve. Ey, ich bin ein bisschen noch rumgelaufen im Dunkeln, deswegen befinde ich mich jetzt wo ganz anders. Ah ne, warte mal, lass noch. Okay, dann lass noch. Das kann ich schon mal wieder reinpacken. Wir haben jetzt das letzte Mal ein paar Sachen gesammelt, damit wir die in unserer Nähe anpflanzen können, weil wir ja schließlich jetzt mittlerweile eine Beefalo-Herde gefunden haben. Und ja, wir sammeln mal weiter Sachen. Und das Schöne ist, ich habe genau an einer richtigen Stelle ist es Tag geworden, weil sonst hätte ich das hier übersehen. Das ist so, ja. Das ist so eine Wurzel. Wenn man die halt kocht und isst, dann schläft man ein und wacht am nächsten Tag auf. Und die ist noch für andere Dinge gut. Aber da weiß ich jetzt gerade ganz spontan nicht, was genau. Muss ich gucken, wenn ich wieder in meinem Lager bin. Ist gut, dass wir hier eine Spur haben. Schön wäre es auch, wenn ich hier so Karotten gefunden hätte. Aber da wir ja bald unsere eigenen Lager bauen können, ist das nicht mehr so schlimm. Und noch eine. Die klingen so süß und niedlich. Das tut schon im Herzen weh, die eigentlich mitzunehmen. Aber die sind trotzdem so toll. Ich nehme die immer wieder gerne mit. Weil ich die so toll finde einfach. So, dann haben wir hier jetzt wieder eine Spur. Und das führt uns wieder in den Wald rein. Ich hasse es. Mano. Wo ist jetzt das nächste? Hä? Ja, komm. Beruhigt euch. Keine Ahnung, wo die sein sollen. Könnt ihr die auch töten? Aber ich habe gerade keine Dings bei mir. Ich weiß nicht, wo das Häufchen hin ist. Es ist weg. Das Häufchen ist weg. Es ist weggelaufen. Ah ja, komm, lass den doch mal in Ruhe. Mist, ich kann mir auch kein Speer machen. Ah doch, ich kann mir ein Speer machen. Das ist nämlich das Gute. Die greifen dann ihn die ganze Zeit an und sind dann so ein bisschen abgelenkt. Und ja, das ermöglicht mir dann eben schadenfrei, die anzugreifen. Oh, oh, ich habe Hunger, ich habe Hunger. Warum sagt mir das keiner? Und ich habe mich schon gewundert. Wenn ich Glück habe. Nein, 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 geh weg, 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 geh weg. Sonst hätte ich noch Zeit gehabt, das Dings, die selber anzugreifen. So, und dich noch. Okay, dann habe ich wieder Fleisch, was ich verrotten lassen kann. Und Schmetterling, Schmetterling, Schmetterling. Na, na, komm, dann dich. Dann will ich dich fangen. Und dich umbringen. Und dich essen. Weil du gibst mir immer noch mehr Energie als das, als die Bären. Okay. Wenn der Fleisch fallen gelassen hat, das Schwein, dann haben die Spinnen es gegessen. Nett von den Spinnen. Sehr nett. Ja, ich habe das richtig gerade eingestellt. Ja, ich glaube schon. So, was haben wir denn noch hier? Oh, da. Ich habe doch... bin verwirrt gerade. Nee, warte mal. So ist die Karte richtig. Ja, so ist sie richtig. Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt da nicht. Da wird schon wieder Abend, also Abenddämmerung. Meine Güte, geht das schnell. Okay, hier sind ganz viele Blumen.
Oh, nochmal eine. Hallo, 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 hallo. Hallo. Das haut mir ab. Warum haut er mir ab? Passiert das immer nur in der Abenddämmerung und nicht tagsüber? Ich renne dem jetzt hinterher. Eine wilde Verfolgungsjagd. Blödes Vieh. Ich weiß nicht, das wirkt ein bisschen so nach dem Motto, ja, rennen wir hinterher. Now that's just creepy. Ja, glaube ich dir auch. Das ist irgendwie. Ey, das rennt mir hinterher. Ey, das spielt mit mir. Scheiß Vieh. Nein, irgendwie ist es ja süß. Hihi, das ist voll lustig. Renn weiter hinter mir her. Komm, wir spielen. Hahaha, ich fange dich und du fängst mich. Oh, das ist so süß. Es ist so putzig. Aber so langsam sollte ich mal wieder in mein Lager zurück. Das wäre ganz hilfreich. Das dauert nur so Ewigkeiten. Da ist selbst mein Hündchen erschöpft hier. Irgendwann. Irgendwann bin ich wieder in meinem Lager. So gefühlte Jahrhunderte später. Dabei wollte ich heute bei dem Bifelos vorbei. Ah, Mando. Naja. Jetzt habe ich schließlich ein paar Sachen gesammelt. Und kann die dann in der Nähe von meinem Lager anpflanzen. Oh mein Gott, es ist so potzig. Es wird dunkel. Kann ich es anzünden? Nee. Aber das rennt mir weiter hinterher. Auch wenn es dunkel ist. Oh nein, schon wieder Hunger. Ja, komm. Ich vergesse das aber auch als. Hier irgendwo muss mein Lager sein. Hier sind Bäume. Da ist der Busch, genau. Dann ist. Ja, mein Lager. Ich hab's wieder zurückgeschafft. Okay. Ja, dann brate ich die mal. Beziehungsweise koche die eigentlich ja eher nur. Die tue ich da mal rein. Das tue ich da mal rein. Und dann bräuchte ich nochmal eine Truhe. Das wäre cool. Also nach einer Weile kann dieses Vieh auch mal auf die Nerven gehen. So minimal. Oh, der Part ist vorbei. Oh nein. Wir sehen uns dann also am nächsten Tag wieder. Bis dahin, tschüss, eure Tai.